Hallo und herzlich willkommen zu dem Auftakt unserer neuen virtuellen Dialogreihe Mein Europa, junge Menschen und ihre Vorstellung zur Zukunft Europas. Hier live in der Vertretung der Europäischen Kommission am Brandenburger Tor in Berlin. Kurz zum Format, das Prinzip ist schnell erklärt. Wir wollen jungen Menschen, die vor allem zu Wort kommen lassen, um aus ihrer jeweiligen Sicht zu erläutern und zu schildern, wie sie sich dann Europa wünschen in Zukunft, was Europa ihnen bedeutet. Natürlich immer anhand ihrer jeweiligen Erfahrungen, ihres jeweiligen zivilgesellschaftlichen Engagements und ihrer jeweiligen Biografien. Ich möchte vor allem erfahren, was Europa ihnen bedeutet und was ihnen vor allem wichtig ist. Vielen Dank an all diejenigen, die im Vorfeld schon Fragen eingereicht haben über Slido, Facebook und Instagram. Auch die, die jetzt gerade zugeschaltet haben, ihr seid herzlich eingeladen, Fragen zu stellen über Slido mit dem Codewort Klimadebatte. Ich werde sie dann versuchen, die in der folgenden Stunde mit ins Gespräch zu bringen. Ich darf heute zwei Gäste begrüßen. Zum einen Helena Marschall, sie ist Mitorganisatorin und Aktivistin von Fridays for Future, und Jörg Wojan, er ist Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin. Ganz kurz noch für alle, diese Folge wird natürlich gestreamt und auch im Nachhinein ist sie abrufbar und wird auch als Podcast erscheinen. Ich bin Katja Sinko, Europaaktivistin und EU-Seminartrainerin und habe das Vergnügen, diese Reihe in den nächsten kommenden Wochen, Monaten zu moderieren, und freue mich ganz besonders, heute Helena und Jörg hier bei mir zu haben und eine Stunde lang über das Europa der Zukunft zu diskutieren. Die Vertretung der Kommission ist das Bindeglied zwischen der Europäischen Kommission in Brüssel, dem Bundestag und dem Bundesrat sowie den Ländern und Kommunen. Jörg, du bist seit über 15 Jahren für die Europäische Kommission tätig, warst zuvor in Wien Leiter der dortigen Vertretung, bist jetzt genau seit einem Jahr hier der Leiter. Kannst du noch mal kurz einen Einblick geben in die Rolle als Vertreter der Kommission und auch der Vertretung der Kommission hier in Deutschland? Ja, danke dir, Katja. Auch danke, dass du uns hier zusammengebracht hast vor die Kameras in unser Haus der Europäischen Union, das Europäische Haus in Berlin. Die Europäische Kommission ist ja so eine Art Oberverwaltungsbehörde von Europa. Wir versuchen, die langfristigen Interessen von den Europäerinnen und Europäern zu finden und dann Gesetze vorzuschlagen, die einigermaßen dann erfüllen können. Wir können die Gesetze nicht beschließen, das müssen die Mitgliedstaaten zusammen mit dem Europäischen Parlament, dem direkt gewählten, von den Europäerinnen und Bürger, Europäerinnen und Europäern direkt gewählten Parlament in Brüssel und Straßburg. Das macht die Europäische Kommission. Wir hier in Berlin sind die Vertretung der Kommission, so eine Art Botschaft. Wir horchen hinein in die deutschen Behörden, in die Ministerien, schauen und versuchen herauszufinden, was da so gedacht und geplant wird. Und andererseits versuchen wir, sie ein bisschen zu beeinflussen und denen zu erklären, was wir auf europäischer Ebene planen. Und vor allem darauf hinzuwirken, dass sie nicht nur deutsch-deutsch denken und nicht nur ihre Bauchnäbel hier anschauen, sondern versuchen, möglichst gesamteuropäisch zu denken. Das, was wir sozusagen vom Beruf aus jeden Tag machen müssen und versuchen. Danke. Helena, du bist von Anfang an bei Fridays for Future dabei, ich glaube seit Dezember 2018. Du weißt, wie man Großdemonstrationen organisiert. Du hast mehr als 1500 Aktivistinnen und Aktivisten im Rahmen eures Sommerkongresses letztes Jahr koordiniert. Du hast dem Siemens-Chef Joe Keser eine Paroli geboten auf deren Aktionärsversammlung im Februar. Ich glaube, daher haben viele dich auch schon mal gesehen. Und du hast nebenbei so einfach mal das Abitur abgelegt, trotz Fehltage an Freitagen. Ich habe dich tatsächlich am 3. Juli zuletzt gesehen vom Willy Brandt-Haus, als du eine Brandrede gehalten hast. Für alle, die vielleicht noch Erinnerungen haben, ist jetzt ja schon ein bisschen her. Am 3. Juli wurde der Kohleausstieg für 2038 verabschiedet, und da warst du, glaube ich, sehr erzürnt. Wir sind mittlerweile ja in Streikwoche 107. Wie fühlst du dich so nach zwei Jahren Streik? Also es ist erstmal krass, die Zahl zu sehen. Ich habe tatsächlich nicht nachgezählt, wie viele Wochen wir mittlerweile auf den Straßen sind. Es ist einfach super krass, wie viel ich erlebt habe in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Wir haben tausende Streiks veranstaltet. Wir waren mit Millionen Menschen auf den Straßen. Und ganz viel hat sich irgendwie einfach nicht verändert. Also wir haben gesellschaftliche Mehrheiten geschaffen. Die Klimakrise ist irgendwie zu Thema Nummer eins geworden, auch im öffentlichen Diskurs. Und trotzdem fehlen oft die entsprechenden Maßnahmen eben von politischer Seite her. Und das ist, wie zum Beispiel beim Kohleausstieg 2038, doch dann immer wieder frustrierend, weil wir mit so viel Motivation und Energie und auch irgendwie
Entschlossenheit immer wieder auf die Straße gehen und auch so viele junge Menschen auch freitags ihre Bildung geopfert haben und irgendwie viel, viel Zeit hier rein investiert haben und das an vielen Stellen wir uns dann doch nicht gehört fühlen. Wie war das bei dir? Was hast du am Freitag verpasst? Es hat so ein bisschen drauf, war vom Halbjahr abhängig. Wir haben doch sehr ziemlich lange jeden Freitag gestreikt. Ich glaube, es war Ethik, das war ziemlich heftig, da habe ich ein paar Punkte kassiert. Dann mal Deutsch, genau, war ein bisschen unterschiedlich. Zum Glück habe ich dann natürlich das Fach auch an einem anderen Wochentag gehabt und konnte dann ein bisschen nachholen und aufholen und so. Und wie bist du zu Fridays for Future gekommen? Gab es irgendwie für dich so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt ist der, also das Fass überschritten, ich muss doch jetzt mal irgendwie auf die Straße gehen? Ja, es wäre natürlich schön, wenn ich so sagen könnte, das war der eine Moment, aber es war eher tatsächlich so ein längerer Prozess, wo wir hatten ja 2018 auch schon ziemlich krasse Hitzewellen. Der IPCC Special Report zu 1,5 Grad ist rausgekommen und da habe ich irgendwie auch so ein paar Artikel drüber gelesen und da wurde ja einfach ganz klar benannt, das ist unser verbleibendes CO2-Budget, so viel Zeit haben wir, das sind die entsprechenden eigentlich Klimaziele, die damit einhergehen. Und dann hat Greta angefangen zu streiken und ich habe irgendwie davon mitbekommen und auch ihre Rede bei der Klimakonferenz in Katowice gesehen und dann war ich plötzlich in so einer WhatsApp-Gruppe, die hieß Fridays for Future Deutschland, mit irgendwie 150 Leuten drin aus ganz verschiedenen Städten und die Hälfte der Leute wusste, glaube ich, nicht, was wir eigentlich da wollen und was das sein soll. Und dann sind wir einfach irgendwie 3 Tage später das erste Mal in 14 Städten auf der Straße gewesen und da bin ich irgendwie nicht mehr wieder rausgekommen, sondern habe einfach immer mehr gemacht und mich immer weiter damit beschäftigt und auch immer mehr darüber gelernt, wie man anständige Demos organisiert und Pressemitteilungen schreibt und ja, und keine Ahnung, seitdem habe ich nicht mehr wieder aufgehört. Und bringt 1,4 Millionen Menschen auf die Straße, wie zuletzt am 20. September? Ja, genau. Vor gut einem Jahr. Und Jörg, wenn du das so hörst, hättest du hier vor 20 Jahren gesessen, 30 Jahren gesessen, hätte ich dich interviewen können, wärst du auch auf die Straße gegangen bei Fridays for Future? Ich wollte immer Journalist werden und habe das als meine Aufgabe betrachtet, etwas zu beschreiben, etwas zu berichten. Deswegen war ich nie Aktivist, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich stehe voll dahinter und ich verstehe auch sehr gut, warum Sie das machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, ohne euch könnten wir gar nicht das machen, was wir jetzt machen. Wer ist denn bis jetzt immer auf die Straße gegangen? Bis jetzt sind die auf die Straße gegangen, die den Traktor fahren und die sagen, wir müssen alles so weitermachen wie vorher. Bisher sind die auf die Straße gegangen, die Braunkohle aus der Erde buddeln und sagen, das wollen wir auch noch 30 Jahre weitermachen. Und eigentlich nur... Und das müssen wir schon, also wir sollen hier nicht loben, aber nur weil so viele junge Leute auf die Straße gehen und das andere fordern, was wir wirklich brauchen, können die Politiker auch was anderes machen. Ja, ihr werdet jetzt sagen, und da kommen wir in der Debatte auch dazu, es ist noch viel zu wenig und viel zu langsam. Aber wenn ihr nicht auf die Straße gehen würdet, dann wird noch viel weniger laufen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde mal ganz gerne ein Gedankenspiel mit euch machen. Der Europäische Rat, das ist der Rat, wo die Staats- und Regierungschefinnen drin sitzen, wird jetzt neu ausgelost. Da sitzen jetzt also 27 Leute und ihr seid 2 davon. Und jetzt wäre meine Frage an euch jeweils, was wäre dann euer Impuls? Denn der Rat der EU gibt ja so die groben Leitlinien vor und die setzt so ein bisschen die Prioritäten. Ist natürlich kein typisches gesetzgebendes Organ. Dennoch sagt er so, da wollen wir hin. Was wäre dein Impuls, Helena, und was wäre dein Impuls, Jörg? Ich würde da super gerne so ein paar KlimawissenschaftlerInnen reinsetzen und vielleicht ein paar Ökonomen. Und ich glaube, ich könnte gar nicht am besten sagen, welche genauen Maßnahmen wir brauchen oder welche genauen Policies jetzt beschlossen werden sollten. Ich kann natürlich sagen, ich kann mich an der Wissenschaft orientieren und sagen, ich glaube, das müssen wir machen, weil das die sagen, die sich damit auskennen. Aber ich glaube, es wäre irgendwie ganz cool, wenn die da auch da direkt drin sitzen würden. Und wenn du drin säßest, was wäre dein Impuls, wo du sagen würdest, da wollen wir hin? Also ich glaube, da gilt ganz klar das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels. Und da schaue ich zum Beispiel auf die EU-Klimaziele, die NDCs, die jetzt auch neu festgelegt werden sollen im Herbst, Winter. Und da brauchen wir eigentlich mindestens 65%, wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen. Und es ist ja nicht eine beliebige Grenze, die so gezogen wurde, sondern das entspricht ganz klar einer Wahrscheinlichkeit, mit der wir eben in irreversible Voranschreitung der Klimakrise aufhalten können. Also bei 1,5 Grad liegen halt ganz viele Kipppunkte in unserem Klima. Das kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie so ein Berg. Wenn man einen Ball an der Bergspitze rollt und irgendwann der Ball über die Spitze gerollt ist und bergab rollt, den kann man nicht mehr aufhalten. Aber wenn 1,5 Grad ist diese Bergspitze, wenn wir den Ball vorher aufhalten, dann
rollt er nicht unkontrollierbar darunter. Stimmst du zu? Was wäre dein Impuls? Nee, Helena hat total recht. Was wir auch tun müssen ist, oder tun müssten dann, wäre den Menschen nicht nur das sagen, was uns droht und was wir da tun müssen, sondern ihnen müssen ihnen auch sagen, dass das Opfer verlangt. Das bedeutet, dass wir nicht so weiterleben können wie jetzt, vielleicht auch nicht so luxuriös. Und das ist eigentlich die schwierige Botschaft. Und genau daran knüpfen sich ja alle Probleme an, weil im Grunde alle wollen, dass es so weitergeht wie bisher und alles schön bequem ist. Ich auch, ja, das wollen wir alle unbewusst. Also ihr wollt es bewusst anders, aber und da traue ich mich als Politiker natürlich, ich bin kein Politiker, aber als Politiker würde ich mich dann immer nicht so trauen, den Leuten auch unangenehme Botschaften zu vermitteln. Ist auch normal, du willst ja wiedergewählt werden, da musst du ein bisschen Verständnis für die haben. Aber ich würde mir den Mut für mich wünschen, wenn ich da stehe und sage, wurscht, ob ich nächstes Mal wiedergewählt werde, ich sage den Leuten, dass sie da Opfer bringen müssen. Und ich muss die natürlich auch bringen. Bringst du heute schon ein Opfer? Viel zu wenig. Also ist kein Opfer, dass ich mit dem Zug nach München fahre und ich komme nicht jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, sondern auch manchmal mit der S-Bahn. Das ist auch kein Opfer, außer in Corona-Zeiten, das ist ein bisschen ein Opfer, in der S-Bahn zu fahren, weil du immer denkst, wer hustet mich da an. Aber ja, viel zu wenig. Ne? Aber ich glaube gar nicht, dass, also ich finde das super problematisch, diese Erzählung, dass wir immer Opfer erbringen müssen, um die Klimakrise aufzuhalten. Weil wir gewinnen doch auch so viel dadurch, dass wir lebenswertere Städte schaffen, dass wir irgendwie eine umweltfreundliche Energieversorgung schaffen, dass wir unsere Gebäude effizienter machen. Also das ist ja kein, also ich glaube, wir haben einfach schon seit Jahrzehnten haben wir immer diese Erzählung, dass es eine große Verantwortung des Individuellen ist, dass es davon hängt, dass wir unseren Konsum ändern müssen. Und das stimmt natürlich, aber ganz viel, das sind ja systematische Veränderungen. Also wenn wir unser Stromsystem elektrifizieren, das ist ja, das merkt der Normalverbraucher einfach gar nicht. Der kann trotzdem seinen Ofen in die Steckdose stecken und seinen Wasserkocher und was auch immer. Und wenn wir unsere Wärme anders herstellen, so, das sind ja alles nicht Probleme, die mich groß in meinem Alltag einschränken. Und wenn wir ÖPNV flächendeckend ausbauen und schönere Städte schaffen, das bringt mir eher Vorteile als Opfer. Und ich glaube, natürlich werden wir auch Einschränkungen irgendwie durchmachen müssen, um die Klimakrise aufzuhalten. Aber an ganz, ganz vielen Stellen sind das einfach systemische Antworten, die ich als Einzelverbraucher vielleicht gar nicht so in meinem Alltag merke. Und ich glaube, genau da können wir ansetzen, weil das sind ja Stellen, da muss kein Politiker sich hinstellen und sagen, ihr dürft jetzt alle nur noch einmal die Woche duschen, weil das ist ja auch total sinnlos und spart auch nicht besonders viel Strom, sondern jemand kann sich da hinstellen und sagen, wir haben jetzt saubere Luft, weil wir keine Kohlekraftwerke mehr haben und wir haben alle genug Strom und der ist auch noch klimafreundlich. Und da würde ich mich voll gerne hinstellen und das allen Leuten erzählen. Das finde ich richtig schön, das zu verkünden. Ja, oder saubere Innenstädte, weil man autofreie Innenstädte hat, wie Brüssel jetzt ja auch im Rahmen der Corona-Krise gesagt hat, wir wollen das auf jeden Fall reduzieren. Ich merke aber auch regelmäßig, dass es schwer ist, weil man ist ja doch ein bisschen bequem und ich glaube, der Mensch ist allgemein so ein Wesen, was halt nicht so stark auf Veränderung zielt. Und ich merke das im Freundeskreis und auch im Bekanntenkreis in der Familie, dass es halt nicht so leicht ist. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Man muss halt auch wirklich, ne, die Politik ist, sind diejenigen, die halt sagen müssen, hier, wir haben die Maßnahmen, die langfristig dazu führen, auch häufig wie die EU das ja macht, im Klein-Klein mit verschiedenen Maßnahmen, da entsprechend voranzuschreiten. Helena, du hast in ganz vielen Interviews immer wieder gesagt, dass du das Gefühl hast, dass ihr als Fridays for Future vor allem so Abwehrkämpfe führt. Und du viel lieber über Visionen reden würdest. Und heute hast du Gelegenheit, genau das ist nämlich Sinn und Zweck dieser Dialogreihe. Was ist denn deine Vision für die EU der Zukunft? Wie würde sie für dich aussehen? Also ich glaube, da sind ganz viele Möglichkeiten. Ich würde super gerne darüber sprechen, wie cool grüner Jobausbau sein kann. Also wir sprechen immer darüber, über welche Jobs verloren gehen und so, aber wir reden gar nicht darüber, was die Möglichkeiten sind, zum Beispiel von einem grünen Konjunkturprogramm oder von einem Green New Deal-artigen Konstrukt. Also dass wir darüber sprechen, wie wir zukunftsfähige, irgendwie beständige, verlässliche Jobs für die Zukunft erzeugen, die auch noch damit helfen, irgendwie unsere Wirtschaft zu erneuern und uns Richtung Klimaneutralität zu bringen. Und ich spreche voll gern über die Städte der Zukunft, einfach weil ich finde es so schlimm, dass wir irgendwie lang fahren, auch in Berlin, und ein Auto steht durchschnittlich 23 Stunden und 15 Minuten da. Und wenn wir einfach darüber reden, was passiert, wenn die Autos nicht da stehen, was können wir da mit diesem Raum machen? Und
das begeistert mich einfach nur, weil ich glaube, wenn ich so Videos sehe, wie aus Brüssel jetzt oder Städte, die das gemacht haben, muss ich fast heulen immer, weil ich das so großartig finde. Und ich glaube, genau, und ja, ganz viele Themen, ich könnte noch Stunden weiter reden. Da habe ich auch direkt schon mal eine Frage rausgesucht. Michael hat bei Facebook die Frage gestellt, wie will die EU in Zukunft den Verkehr in Europa in Ballungsräumen und noch wichtiger in den ländlichen Umgebungen gestalten? Und zweite Frage auch von ihm, welche Zukunftsmodelle stellt die EU vor im Zusammenhang mit ÖPNV und intereuropäischen Fernverkehr? Die Frage würde ich an euch beide geben. Jörg, du gerne zuerst. Ja, Helena hat dieses positive Bild gezeichnet, das klang fast wie unser Green New Deal, hätte ich gesagt, dass wir eben Wirtschaftswachstum oder auch einfach Wirtschaftsentwicklung, Jobs auch schaffen, wenn wir klimafreundlich die Wirtschaft umbauen oder andersrum, wir müssen sie sowieso klimafreundlich umbauen, dann machen wir doch das Beste draus und kreieren dadurch Jobs. Die alten Jobs, die klimafeindlich sind, die lassen sich eh nicht auf Dauer erhalten. Das aber noch zur positiven Vision. Und ich bin ja gerade froh, wenn von euch eine positive Botschaft kommt und dass dann noch mehr Leute mitnehmen können. Aber der öffentliche Nahverkehr oder umweltfreundliche Verkehr ist eben genau der Punkt, wenn du sagst, wir wollen umweltfreundliche Städte haben, genau, da können wir das auch leichter machen. Aber in der Frage kam dann auch schon, ja, was machen wir jetzt auf dem flachen Land, ne? Da müssen wir dann, wie so oft, die differenzierte Antwort geben. Okay, in der Innenstadt und eigentlich in der ganzen Stadt brauchst du kein Auto. Aber was machst du mit den Leuten, die auf dem Dorf wohnen? Ne? Damit die nicht auf die Idee kommen, dann alle in die Stadt zu ziehen, müssen wir da auch Übergangslösungen finden. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr öffentlichen Nahverkehr, ist Schienen vor allem. Wir als EU fördern den Schienenausbau in Europa oder besser, man muss fast sagen, den Erhalt, weil das wird ja eher immer abgebaut. 35 Milliarden in den letzten 6 Jahren, um die Eisenbahn attraktiver zu machen, um sie schneller zu machen, um sie konkurrenzfähig zu machen zum Fliegen für die Passagiere und für die Güter natürlich, damit nicht alles auf den LKW geladen wird. Das versuchen wir als EU mit den Mitteln, die wir haben. Gleichzeitig müssen alle Städte und Regierungen und Länder selber auch schauen, wie sie das Land attraktiv machen. Sie müssen dann Steuergelder in die Hand nehmen wohl, um den einen oder anderen Zug noch fahren zu lassen in ein Dorf, um den Bus nicht nur einmal am Tag halten zu lassen. Das wird ohne Geld nicht gehen. Was sagst du, Helena? Ich habe nämlich auch noch eine ganz konkrete Frage an euch bekommen. Von jemandem Anonymen. Welche Lösung schlägt denn Fridays for Future für den Warentransport vor, insbesondere nach Übersee, ohne Schiffe und Flugzeuge? Ist das also Fridays for Future schlägt an der Stelle erstmal gar nichts vor, weil wir eine große Bewegung sind und jetzt auch nicht unsere Rolle verstehen als Akteur, der jetzt unsere Rolle ist nicht, einen Maßnahmenkatalog zu erstellen oder zu sagen, das ist der Plan, so sollt ihr vorgehen, weil wir sind am Ende auch nur Kids, die irgendwie auf der Straße gehen und zwar Angst um ihre Zukunft haben, aber keineswegs die Expertise haben, da zu sagen, das ist die technische Lösung, die wir brauchen oder diese oder jene. Aber ich glaube, also ich persönlich kann natürlich darüber sprechen, dass wir vor allem im Fernverkehr vielleicht schauen müssen, wie können wir unsere Ökonomie umbauen. Zum Beispiel so, dass wir vielleicht gar nicht mehr so viele neue Güter brauchen, sondern eher auch Sachen reparieren können oder recyceln können oder eher in so einer Circular Economy bewegen können. Und ich weiß, da macht die EU auch ein bisschen was. Und andererseits ist natürlich die Frage, ob wir da auch irgendwie im Rahmen des Green New Deal die europäische Ökonomie stärken, also dass wir vielleicht gar nicht mehr so viele Sachen aus anderen Ländern hierher holen müssen. Und dann ist natürlich der Punkt, dass wir auch schauen können, wie wir unseren Schiffverkehr emissionsarmer gestalten können. Also dass man zum Beispiel so Regelungen trifft, dass ein Schiff eben nicht, wenn es an Land ist, weiter die Motoren laufen hat, sondern eben dann an Stromsäule angeschlossen wird an Land. Und dass wir schauen, dass auch der Sprit für Schiffe eben auch besteuert wird und dass da auch eine CO2-Steuer auch angelegt wird. Und dann ist es einfach so, dass teilweise einfach Güter teurer werden, weil sie eben eine Last auf unsere Umwelt und unsere Zukunft haben. Jetzt
Das Stichwort European Green Deal wurde jetzt ja ein paar Mal von euch beiden mal so reingeworfen. Ich würde das nochmal ganz kurz aufgreifen wollen. Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, hat ja auch gesagt, dass es der Kompass aus der Corona-Krise sein soll und man ihn nutzen muss. Jörg, kannst du nochmal ganz kurz einen Überblick auch für die Zuschauenden geben, die vielleicht noch gar nicht so im Thema drinstecken, was denn der European Green Deal genau beinhaltet? Der European Green Deal ist unser Wirtschafts- und Umweltförderungsprogramm, wo wir ja zum ersten Mal versuchen, wirtschaftlichen Umbau mit umwelt- und klimafreundlichem Umbau und natürlich sozialen Aspekten zu verbinden, weil wir sagen, Wirtschaftsentwicklung kann nur noch eine grüne Wirtschaftsentwicklung sein, aus zwei Gründen letztlich. Der eine Grund ist die Klimaentwicklung, das haben wir zumindest alle verstanden und eingesehen. Das andere ist auch, weil andere Länder in der Welt das durchaus auch schon verstanden haben. Also da gibt es auch Konkurrenz. Nimmt das Beispiel Solarenergie zum Beispiel. Da hatten wir in Europa die Technologie entwickelt und am Anfang auch als erste auf die Dächer gebracht. Und China hat dann gesehen, da kann man viel Geschäft machen und haben das ganz an sich gezogen. Das ist jetzt nicht per se schlecht, aber das ist auch so ein Beispiel, wo ich sage, da muss man jetzt auch gar nicht langfristig denken. Rein die Leute, die lieber nur kurzfristig denken, selbst für die ist es sinnvoll, umweltfreundliche Technologien anzunehmen und zu fördern, einfach damit es auch nur rein kurzfristig bei den Jobs bleibt, die wir brauchen. Und der Green Deal ist ein sehr umfassendes Konzept, wo wir in jedem Politikbereich, in jedem Wirtschaftsbereich schauen, was müssen wir da tun, um umwelt- und klimafreundlicher zu sein. Aktuelles Beispiel, nächste Woche werden wir was vorschlagen zur Wärmeisolierung von Gebäuden, wie wir das fördern können. Wir haben vor ein paar Monaten vorgelegt, wie wir die Landwirtschaft klima- und umweltfreundlicher machen können. Wir haben schon erste Gedanken vorgelegt, wir werden das noch detaillierter machen, wie wir die Finanzwirtschaft umweltfreundlicher machen können, dass halt die Finanzinvestitionen in die richtige Richtung fließen. Und so gehen wir Bereich für Bereich durch und versuchen, das grüner zu machen, um simpel zu sagen. Aber es ist unheimlich komplex, sind auch viele Sachen, wo wir das durchdeklinieren, das ganze Thema. Da gab es auch gerade noch mal eine Frage aus dem Internet, die mir eingereicht wurde. Da wird gefragt, wird es im mehrjährigen Finanzrahmen Next Generation EU Förderung für progressive Kommunen geben, zum Beispiel auch nachhaltige Projekte? Das ist eine Frage, die via Facebook gestellt wurde. Jörg, kannst du dazu antworten? Genau, traditionell gibt es ja EU-Förderung für Regionen und für Gemeinden aus verschiedenen Töpfen. Die hatten in der Vergangenheit so Ideen wie Jobs schaffen, Leuten schöne Umgebungen schaffen, dass sie nicht abwandern müssen. Und die hatten auch schon in der Vergangenheit immer wieder Umweltaspekte. Das wollen wir jetzt noch viel mehr verstärken. Und wir werden jetzt verlangen, dass überhaupt 30% aller Projekte, die von der EU finanziert sind, klimafreundlich sind. Und das schlägt sich dann auch in Programmen nieder, die umweltfreundlich innovative Kommunen fördern werden. Ist das genug, Helena? Was meinst du? 30%? Also wir waren ehrlich gesagt ein bisschen, also ich fand diesen Namen Next Generation EU so ein bisschen ironisch oder enttäuschend, weil das ist ja erstmal ein toller Name, hört sich richtig gut an, aber 30% ist einfach so absolut unzureichend, wenn wir uns einfach die aktuelle Situation anschauen. Wir haben schon wieder Hitzewellen, wir haben hier schon wieder Waldbrände in Europa. Wir steuern gerade auf 3 bis 4 Grad Wärmung zu. Und letztendlich geht es nicht darum, dass wir 30% in einer Klimakrise stecken, sondern eben zu 100% in einer Krise sind. Und hätten wir vor 5 bis 10 Jahren angefangen, unsere Emissionen zu reduzieren, dann würde das vielleicht reichen, jetzt mal sagen, wir machen 30% unserer Investitionen für Klima. Aber das haben wir halt nicht gemacht. Und jetzt sind die Emissionsreduktionsfalle, die wir machen müssen, ziemlich steil. Und das bedeutet halt, dass eigentlich jede Investition und jede Maßnahme und jede Policy, die wir beschließen, am 1,5-Grad-Ziel, das auch die europäischen Staaten unterschrieben haben, orientiert sein muss. Und das ist halt eben nicht der Fall. Und das ist auch das Problem mit dem Green New Deal. Es sind ganz viele coole Maßnahmen drin. Ich finde ganz viel davon super beeindruckend. Und ich finde, das schafft auch ganz viele positive Visionen. Aber letztendlich geht es auch darum, dass wir eben ökologische Kipppunkte abhalten und dass wir das 1,5-Grad-Ziel oder möglichst das 2-Grad-Ziel, wie es in Paris festgehalten wird, einhalten. Und das tut eben das Green New Deal auch noch nicht, eben weil das europäische Klimaziel auch komplett unzureichend ist und eben nicht Paris-kompatibel ist. Und
Genau, und das ist einfach immer, das sind, glaube ich, diese Abwehrkämpfe, von denen ich auch immer wieder spreche, weil wir aber bei jeder Maßnahme und auch bei coolen Programmen immer wieder darüber reden müssen, was ist eigentlich 1,5 Grad und wozu haben sich die Staaten da verpflichtet. Und irgendwie diese Diskussion eine ist, die wir immer wieder führen, und das ist, ja, das ist sehr anstrengend, weil das eigentlich, nachdem so eine internationale Vereinbarung getroffen wird und so ein Vertrag unterschrieben wird, ja eigentlich von sich aus funktionieren sollte. Aber das ist natürlich eigentlich der Grund, warum wir seit Anfang an auf der Straße stehen. Ist das auch der Grund, warum ihr eine europäische Bürgerinitiative angereicht habt? Es gibt ja das Instrument der europäischen Bürgerinitiative. Es braucht 1 Million Unterschriften innerhalb eines Jahres. In mindestens 7 Mitgliedstaaten muss das Quorum erreicht sein. Ihr habt jetzt im März, glaube ich, eine eingereicht mit dem Namen Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise. Und ihr fordert unter anderem, dass in Bezug auf die Treibhausgase es eine Reduktion um 80% gibt, gerade was die nationalen gesteckten Ziele betrifft und auch die Netto-Null bis 2035. Jörg, hältst du das für machbar? 2035, noch 15 Jahre. Ich glaube, bisher ist ja so ein bisschen die Wegmarke gewesen, Klimaneutralität bis 2050. Helene hat es ja gerade gesagt, ne? Auch mir macht es Sorgen, wenn ich so diese Kipppunkte im Blick habe. Meinst du das, wenn wir die 15 Jahre jetzt so nutzen, auch vielleicht mit Blick auf die Vergangenheit, du bist ja schon lange in der Kommission, das Thema Umwelt ist jetzt, glaube ich, ja noch mal viel, viel stärker auch, was so, ne, interessanterweise immer wieder aufkommt, dass Ursula von der Leyen das zu ihrer Top-Priorität erkoren hat. Meinst du, dass es da nochmal den großen Schritt geben wird in Zukunft? Was wir brauchen, ist immer ein Ziehen und Pushen. Man kann natürlich jetzt sagen, bis 2050 klimaneutral, das ist zu schnell oder zu langsam. Manche sagen, es ist zu schnell, ihr sagt, es ist zu langsam. Und wir sagen, Ergebnis von Ziehen und Pushen, naja, das schaffen wir wahrscheinlich. Das Problem ist ja, dass Politik immer auch die Kunst des Machbaren ist und die Klimakrise etwas ist, was uns da ein bisschen an die Grenzen bringt, weil wenn der Kipppunkt da ist, hilft uns das nicht, dass wir sagen, ja, wir konnten das nicht machen. Ne? Nur in der Praxis müssen alle politischen Entscheidungsträger beides in Betracht ziehen. Wir versuchen jetzt für die 2030 Reduktion der Ziele oder sag mal, ehrgeiziger Machung der Reduktionsziele, das abzuwägen. Wir machen da gerade, sind in den letzten Zügen so einer Folgentechnik, Folgenabschätzung, wie heißt das? Impact Assessment auf Neudeutsch. Und unser Ziel ist da ein ehrgeizigeres Ziel, das auch für euch nicht ehrgeizig genug ist, schon klar, 55% Reduktion. Aber das wollen wir halt auch wirtschaftlich argumentieren können. Eben Politik, Kunst des Machbaren, bessere, ehrgeizigere Ziele gut. Warum ist es trotzdem auf jeden Fall auch aus der Sicht der immer Abwägenden richtig, wenn gepusht wird? Weil die andere Seite wird immer sagen, es geht nicht, es geht nicht. Also ist es gut, wenn ihr sagt, na, es muss gehen, es muss gehen. Aber es kommt sozusagen immer ein Ergebnis raus, was beide Seiten nicht befriedigen wird. Das ist die, in der Natur der Sache. Und ihr habt ja auch noch 27 Mitgliedstaaten, die man auch noch aufeinander bringen muss. Darf man natürlich nicht vergessen. Ja, das eine ist, dass wir in Brüssel natürlich schnell zur Weisheit gelangen. Aber ob das in allen Hauptstädten so ist? Apropos Hauptstädte, das ist nämlich auch eine Forderung, die ich bei euch in der Europäischen Bürgerinitiative gelesen habe und ganz spannend fand. Ihr möchtet gerne, dass die EU kostenloses Unterrichtsmaterial zu den Auswirkungen des Klimawandels für alle Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wird. Gibt es das schon? Ist das in der Mache? Das fand ich ist ja eine, wie du auch gerade meintest, vielen ist ja, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Was heißt das eigentlich dann auch für meine Region? Und gerade wenn man schaut, Europa ist ja auch wirklich unfassbar vielfältig. Das wäre doch eine Forderung, die recht einfach umsetzbar ist, oder nicht? Ja, wir haben natürlich Informationsmaterial, zum Teil auch Unterrichtsmaterial. Heißt das, wenn wir es zur Verfügung stellen, dass es wer verwendet, ist noch die zweite Frage. Was wir als EU nicht dürfen, weil das wollen die Staaten partout nicht, da werden sich mit Klauen und Zähnen, ist ihnen reinreden, was in den Schulen gelehrt wird. Ne? Das haben sie sich vorbehalten und in manchen Schulen wissen wir, was heute gelehrt wird. Da wird dann über irgendwelche nationalen Beleidigungen von vor 150 Jahren vor allem erzählt und nicht so sehr über die Klimakrise. Wir können da also auf der EU-Ebene nur immer mahnen und hinweisen. Wir können Material zur Verfügung stellen. Das tun wir auch. Aber ob es angenommen wird, da haben wir dann nicht so einen Einfluss drauf. Da müsst ihr fragen, deswegen ist schon richtig. Ja, okay. Also müssen alle, die jetzt zuschauen, nochmal sich den Link anschauen. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen Spielraum für die 1 Million Unterschriften. Ich glaube, ihr habt bis März nächsten Jahres Zeit. Spread the word, dann hat die Kommission auf jeden Fall es auf ihrer To-Do-List, sich damit auseinanderzusetzen.
In gut 2 Wochen wird Ursula von der Leyen ihre sogenannte State of the Union Speech halten. Das ist die Rede, wo sie einmal im Jahr die Prioritäten nochmal darlegt. Und auch mit Timmermans hat sie dem zuständigen Kommissar auch für Umwelt und für den Green Deal schon gesagt, dass sie nochmal die Klimaziele bis 2030 nochmal überarbeiten wird. Helena, was würdest du dir denn jetzt von ihr wünschen, wenn sie in 2 Wochen diese Rede hält? Was wäre das, was du dir wünschst? Und an Jörg dich die Frage, was erwartest du? Ich habe ehrlich gesagt keine Wünsche für irgendwelche Reden mehr. Also wir haben einfach schon so viele schöne Reden gehört in den letzten Jahren und so viele tolle irgendwie Worte, dass jetzt Prioritäten neu gesetzt werden. Und letztendlich ist mir das egal, was gesagt wird. Denn es geht ja darum, was gemacht wird und welche Maßnahmen beschlossen werden und wie viele Tonnen CO2 wir einsparen. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn härtere Ambitionen bei der im Kampf gegen die Klimakrise angekündigt werden. Ich freue mich natürlich, wenn irgendwie sozial-ökologische Investitionen angekündigt werden. Aber letztendlich bin ich einfach gespannt, wie dann diese Vorhaben im nächsten Jahr dann auch umgesetzt werden und welche Maßnahmen wir tatsächlich sehen. Ja, dafür muss man immer wieder reden trotzdem, weil sonst die anderen so viel reden und dann wird nur auf die gehört. Und es ist letztlich auch, weil Ursula von der Leyen geredet hat, dass wir mit dem Green Deal weitermachen können. Was war denn die erste Reaktion der Gegner, als die Covid-Krise kam? Wirtschaft sackt ab. Ah, ihr müsst jetzt sofort mit allem Geld das Auto retten, und zwar das Verbrennungsauto. Ne? Habt ihr die Debatte in Deutschland genau gesehen? Also Kaufprämie für einen Verbrennungsmotor. Und da hat meine Chefin das unter anderem, nicht in diesem konkreten Thema, vielleicht an vielen anderen Themen und vielen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs geschafft, dass die erkennen, nee, wir müssen jetzt anders wieder aufbauen. Wir müssen nicht aufbauen, indem wir das Kohlekraftwerk in der Lausitz, dass wir da einen Baum pflanzen, damit das schöner ausschaut. Wir müssen nicht wieder aufbauen mit Subventionen, dass der Verbrennungsmotorwagen jetzt goldene Türklinken hat. Könnte man auch machen, wäre auch eine Investition. Und Wirtschaft würde angekurbelt, wer hat das nicht gern? Sondern wir müssen ganz anders wieder aufbauen. Und das war nicht leicht. Es war nicht so, dass alle sofort gesagt haben, das ist ihr natürlich. Es war eher so, dass der Gegendruck, deswegen brauchen wir Druck und Gegendruck, dass gesagt haben, nein, das ist jetzt alles große Krise. Wir müssen jetzt schnell das Alte wiederherstellen. Da wissen wir schon, wie das geht. Gar keine Risiken, ne? So ein bisschen Konrad Adenauer, keine Risiken eingehen. Das war letztlich dank Reden, dass wir das bremsen konnten und jetzt alle wieder auf der richtigen Linie sind, wie gesagt, nicht schnell genug vielleicht oder so, aber alle haben verstanden, nee, wir müssen neu beginnen und das ist eigentlich die Gelegenheit. Jetzt ist das Geld da, jetzt fließt so viel Geld wie selten. Ne? Aber das vielleicht noch, das Problem mit dem Geld ist gar nicht so ein großes. Also ich glaube, da ist schon ein riesiger Konsens, dass wir als EU, aber auch, dass die Staaten Geld in die Hand nehmen und das Geld jetzt eben nicht in die goldenen Autotürklinken investieren, sondern in umweltfreundliche Mobilität. Aber die andere große Säule, die ist eigentlich viel umstrittener, nämlich was wir an gesetzgeberischen, an regulatorischen Maßnahmen ergreifen müssen, was wir letztlich verbieten oder fördern müssen durch Vorschriften, um diesen Umbau zu schaffen. Und da ist gerade der Verkehr so ein gutes Beispiel. Du kannst sagen, okay, wir können jetzt Geld in die Hand nehmen, dass alle Schiffsmotoren umgerüstet werden auf Flüssiggas von mir aus oder grünen Wasserstoff. Aber so viel Geld hat niemand, vor allem nicht so schnell. Da müssen wir eben auch sagen, wir müssen vielleicht Emissionsgrenzen einführen für die Schiffsmotoren. Geld hilft auch nicht zu sagen, dass sie den Motor ausschalten, sondern das muss man ihnen einfach vorschreiben. Das ist ja, was du eh schon angesprochen hast mit den Emissionszielen. Das ist ja auch keine Frage des Geldes zu sagen, es darf nur noch so viel ausgestoßen werden, sondern das ist eine regulatorische Frage. Und da sind eigentlich die großen Kämpfe und da sind die großen Debatten und die schwierigen. Und ich war eigentlich sozusagen eher überrascht, dass sogar das Geld ausgeben noch eine Debatte war jetzt in der Corona-Krise. Aber gut, das haben wir einigermaßen geschafft. In dem Zusammenhang fragt auch Laura, die Frage hat mich erreicht, wie können wir denn verhindern, dass unsere Emissionen nach der Corona-Krise wieder hochgehen? Und du hast es ja auch schon genannt, man muss natürlich, ne, das sind alles so kleine einzelteilige Maßnahmen. Was ich mich dann aber doch frage ist, gerade als EU hast du ja auch nur bedingt deine Möglichkeit, das ist ja immer, ne, bis dann so der Gesetzgebungsprozess ins Laufen kommt, das dauert ja auch einen Moment. Wie schaffen wir das denn gerade jetzt auch, wie du meinst, wir haben jetzt diesen großen Moment, wo jetzt auch klar ist, okay, wir brauchen ein Umdenken, einen Neustart.
Wie schaffen wir das, dass es jetzt auch tatsächlich ankommt in den Mitgliedstaaten? Es gab nämlich auch eine ähnliche Frage, da wurde gefragt, naja, was ist denn mit den Ländern, die noch sehr stark auf Kohle angewiesen sind? Auch Deutschland, wissen wir ja, ist erst in 18 Jahren soweit, wenn wir Pech haben. Wie schaffen wir das eigentlich, sag ich mal, alle mitzunehmen? Gerade auch vielleicht, das war so ein bisschen die Frage in Bezug auf einige Länder des Ostens in Europa, wie können wir da denn auch den Zusammenhalt schaffen? Wir wissen ja, wir haben so viele verschiedene Krisen und auch viele Unstimmigkeiten. Wie können wir da eigentlich vorangehen? Ist das, sag ich mal, ist die Kommission da die richtige Person oder was muss noch von den jungen Menschen kommen? Was würdest du sagen? Naja, von den jungen Menschen in den östlichen Mitgliedstaaten muss was kommen. Die müssen auch auf die Straße gehen. Was wir als Kommission machen können, ist, wir müssen so europäische Solidarität einfordern von den Mitgliedstaaten, die sozusagen schon ein bisschen weiser sind im Hinblick auf die Klimakrise. Und Solidarität heißt halt, dass wir dann auch Geld in die Hand nehmen und den anderen helfen, dass sie auch mitkommen. Und das ist eben das klassische Beispiel. Wir haben einfach Länder, wo jede Oma, Entschuldigung, mit einem Kohleofen heizt, die hat keinen anderen Ofen. Ne? Woher soll sie einen anderen bekommen? Die Regierung in dem Land, das ich jetzt nicht nenne, will oder kann das Geld nicht in die Hand nehmen, jeder Oma ein Solarpanel aufs Dach zu setzen. Ich vereinfache jetzt einfach. Also müssen wir schauen, wie wir da alle zusammen helfen können. Helena, jetzt haben wir ja viel über die Kommission auch gesprochen. Wenn du jetzt Kommissarin wärst und du dürftest dir drei Gesetze aussuchen, wo du sagst, ja, das müsste jetzt passieren, was wäre das? Was würdest du von heute auf morgen, wenn du es könntest? Die Kommission ist ja gar nicht in der Rolle, selber Dinge zu entscheiden. Das sind ja natürlich immer noch der Ministerrat und natürlich dann das Europäische Parlament. Aber wenn du einen Gesetzesvorschlag einreichen könntest, wie sähe der aus? Du darfst auch in die Verbotsdebatte einsteigen. Das ist natürlich eine große Frage. Ja. Ich würde beschließen, dass wir ganz viel Geld in den Ausbau von Erneuerbaren stecken. Vor allem auch in Ländern, wo das vielleicht weniger von alleine passiert. Ich würde beschließen, dass wir ganz viel klimafreundliche Infrastruktur ausbauen. Und ich will auch noch was verbieten. Ja, vielleicht würde ich den Verbrennungsmotor ab 2030 verbieten und dann natürlich entsprechende Investitionen tätigen, dass wir das auch schaffen und dass wir Alternativen schaffen. Das ist ja gerade in Deutschland das überhaupt das plastischste Thema, was man ansprechen kann. Was machen wir mit dem Verbrennungsmotor? Weil es gibt ja keine Debatte, wo du nicht hörst, 1 Million Arbeitsplätze in Deutschland hängen von der Autoindustrie ab und die Autoindustrie ist der Verbrennungsmotor und dann machen manche den Kurzschluss. Also müssen wir den Verbrennungsmotor schützen, weil damit schützen wir die Arbeitsplätze. Ich sage dann immer, das haben die in Nordrhein-Westfalen auch 60 Jahre gesagt, die Steinkohle und der Stahl sind der Wohlstand des Ruhrgebiets, deswegen müssen wir den schützen. Ja, heute gibt es keine Steinkohle und keinen Stahl mehr und im Ruhrgebiet könnte es auch besser gehen. Und mich wundert immer, dass Leute diese Lektion nicht gelernt haben, ja, weil das auch total offensichtlich ist. Das Ziel, dass wir die deutsche Autoindustrie am Leben erhalten, das ist ja richtig und das müssen wir auch machen. Nur ist der richtige Weg, sie so am Leben zu erhalten, wie sie immer war. Genau, das ist sozusagen die abstrakte Frage. Ob wann man jetzt was verbieten oder nicht, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber viele sehen nicht mal ein, dass es da nicht einfach so weitergehen kann. Ja, da brauchst du, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit. Du hattest es gerade auch schon mal erwähnt und auch bezüglich Verkehr, weil da kamen auch viele Fragen zu. Ich träume ja immer noch so ein bisschen von so einem europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz, wo man dann sagen kann, okay, wir haben einen Zug, ja, der fährt von Warschau nach Barcelona halt nicht über einem Tag, sondern innerhalb kürzester Zeit. Es gibt ja auch schon eigentlich ganz gute Verbindungen, aber du hattest am Anfang auch erwähnt, ne? Vieles wurde zurückgebaut, Nachtzüge, naja, und ich sag mal, aber es gibt ja so den Trend der Flugscham, dass man jetzt versucht, eigentlich interkontinental nicht mehr zu fliegen. Das wäre zum Beispiel ein Verbot, was ich gerne hätte, dass man sagt, okay, innerhalb Europas Strecken von unter 1000 Kilometer oder 1005 wäre doch vielleicht mal ein Ansatz. Wird da was gemacht, dass man versucht wirklich dieses, sag ich mal, das ist ja auch eigentlich ein Kerngeschäft, Frankreich, Deutschland, auch Italien, da gibt es ja wirklich auch viele Unternehmen, die auch was Züge betrifft, ja eigentlich recht fortschrittlich sind. Ich habe schon gelesen, dass die Japaner und Chinesen da mittlerweile viel, viel schnellere Züge haben. Wir haben auch das Beispiel in Deutschland, wo man von München nach Berlin ja innerhalb kürzester Zeit auch fahren kann. Sollte man da nochmal versuchen, viel stärker reinzugehen? Ist es auch was, wo ihr sagen würdet, ja, okay, das ist eine von vielen Maßnahmen. Was meint ihr?
Ja, die Hochgeschwindigkeitsbahnnetze sind schon länger eine große EU-Priorität. Da stecken wir auch viel Geld rein. Transeuropäische Netze heißt das. Und das Geld ist Connecting Europe Facility, um zu zeigen, wir kommen ein bisschen von der Idee, wir müssen die Europäer zusammenbringen. Und jetzt ist noch wichtiger, dass sie das auch ökologisch machen. Und da fördern wir diesen Hochgeschwindigkeitsausbau, der eben dazu sorgen kann, dass viel weniger innereuropäische Flüge stattfinden. Trotzdem müssen wir natürlich schauen, weil die Menschen müssen wir da abholen, wo sie sind. Die Untersuchungen zeigen, dass Strecken bis zu 4 Stunden die Leute sehr gern mit dem Zug fahren und danach nimmt das ab. Also unsere Erwartung müssen wir auch ein bisschen daran messen, was kann so ein Zug in 4 Stunden schaffen. Die zweite Frage ist, den Zug müssen wir natürlich auch bauen. Ne? Wie schaut es denn aus in Wirklichkeit? Ganz plastisches Beispiel, wir wollen viel mehr Verkehr auf die Schiene bringen, von Gütern auch. Denk nicht nur immer an deinen Urlaub, ne, nach Barcelona und so, sondern wir wollen vor allem auch Sachen auf die Schiene bringen. Deswegen bauen wir mit EU-Geld den Brenner Basistunnel, damit gerade über die Alpen die Güter viel umweltfreundlicher drüber kommen. Jetzt fahren da ein LKW nach dem anderen und die Eisenbahn bummelt da so ein bisschen in Kurven über den Pass. Wir bauen den Brenner Basistunnel. Österreich ist da an vorderster Front, weil der ist vor allem in Österreich. Aber der Zug muss ja auch hinkommen. In Bayern, Zulaufstrecke, haben wir Leute, die sagen, nein, das ist dann zu laut, wenn der Zug da fährt und so schnell. Und da fahren vielleicht noch mehr Güterzüge, ganz schlimm. Also da protestieren wir jetzt, da klagen wir jetzt dagegen. Da drohen wir dem Herrn Söder, dass wir ihn ja nicht wieder wählen. Und da haben die natürlich Schiss, die Politiker, und sagen, ja, also wir haben da die Demonstranten, jetzt können wir nicht so schnell. Lena, was würdest du den Leuten denn sagen, wenn sie so skeptisch sind? Also das hört man ja wirklich immer wieder, dass man dann natürlich bei sich nicht das Windrad stehen haben möchte etc. Was sagst du den Menschen und wie würdest du sie überzeugen wollen, zu sagen, Mensch, es geht doch hier ums große Ganze, entweder machen wir jetzt alles oder nichts, um das Klimaziel zu erreichen? Ich würde, glaube ich, mal so einen Gruppenausflug ins Rheinland machen wollen. Ich war da letzte Woche bei Alle Dörfer bleiben, beim Tagebau Garzweiler. Und ich glaube, wenn man einmal in so einen Tagebau geschaut hat und mit den Menschen geredet hat, die nicht nur vielleicht ein Strommast ins Dorf gestellt wird, sondern deren Dorf einfach mal weggebaggert wird, dann ist man vielleicht wieder offener, mal so ein Windrad da stehen zu haben oder eine Solarfarm oder irgendwie sowas, weil ich glaube, im Vergleich zu so einer Kohlegrube oder einem Kohlekraftwerk, was die ganze Zeit Kohlestaub und sowas ausstoßt, ist das dann vielleicht wieder doch nicht so schlimm. Also ab jetzt Klassenfahrten in die Tagebauten? Ja. Wäre vielleicht mal so ein Programm, was die EU finanzieren könnte. Nee, stimmt. Machbar? Ja. Ja, aber die tragischste in Wirklichkeit ist es eher der Ölbohrturm in Saudi-Arabien, um den es geht, und der stört ja niemanden. Ne? Unser Problem ist ja nicht das. Ich würde ja sogar widersprechen wollen, das hilft gar nichts. Weil die Garzweiler Leute, die demonstrieren ja, die dort wohnen, die demonstrieren ja nicht deswegen, weil die Kohle das Klima schädigt, sondern die demonstrieren dagegen, weil sie den Baum so schön finden und ihr Haus. Also die demonstrieren auch wegen der Klimakrise. Also das war zum Beispiel im letzten Wochenende ein relativ breites Bündnis aus Menschen, die eher vielleicht gemeingesellschaftlich aktiv sind und die vor Ort aktiv sind. Und das Motto war auch ganz klar, alle Dörfer bleiben überall. Und es geht eben, ich glaube, Ihnen ist ganz bewusst, dass es natürlich konkret um Ihre Heimat geht, aber um so viel mehr. Und die Gespräche, die ich geführt habe, da war ganz klar, dass es natürlich nicht um Ihre Dorfkirche da nur geht, sondern dass das eine Front ist, quasi von einer viel, viel größeren Diskussion. Und dass eben ein Kohleausstieg 2038 erstens Ihre Dörfer verbannt und zweitens eben die Zukunft meiner Generation. Also ich glaube, da ist der Zusammenhang in meiner Erfahrung und den Gesprächen, die ich am Wochenende geführt habe, durchaus bewusst. Ich extrapoliere jetzt ein bisschen, wenn wir den Schulausflug in die Lausitz machen, dann demonstrieren möglicherweise Leute und sagen, grabt mehr Braunkohlegruben und baut noch mehr Braunkohlekraftwerke. Es gab gerade noch eine Frage über Slido, die will ich noch mal ganz kurz an euch weiterreichen. Gibt es EU-Initiativen in Südeuropa, die PV-Strom zu produzieren und zum Beispiel über Power-to-Gas in den Norden zu liefern? Ja.
Ich weiß gar nicht, was PV-Strom ist, da müsste ich erst Photovoltaik-Strom. Ach, Photovoltaik, ja, genau. Alles klar. Haben wir da alle was gelernt? Ja, wir fördern, und das wird dann auch Teil der für die Förderung für Gebäudesanierung noch mehr werden, die Möglichkeit, dass in den Regionen Menschen ihre Häuser so umrüsten oder erst beginnen, so aufzubauen. Und das ist jetzt schon möglich, das kann man über Programme von der Regionalförderung heute schon machen, aber da ist natürlich noch viel Musik drin. Einige Staaten fördern das auch selber. In Deutschland, die Stromeinspeisungsgesetz ist ja berühmt, manchmal ein bisschen berüchtigt dafür, weil es nicht alles so geklappt hat, aber an sich schon. Das fördern wir auch mit EU-Mitteln. Das kann die EU aber alleine nicht ausreichend fördern. Das geht nur, wenn auch die Staaten das machen. Das ist schon auch klar. Und wenn sie auch andere Anreize schaffen, um das interessant zu machen. Das Hauptthema, das in der Frage ein bisschen angesprochen ist, ist auch, wie speichern wir das Ganze? Wir haben noch nicht so die richtigen Technologien, um Strom zu speichern. Eine Sache ist, wenn man so ein Elektroauto in der Garage hat, dann kann man den Strom speichern, den man oben auf dem Dach einfängt. Die dritte Frage, die da anklang, ist, wie transportieren wir umweltfreundlichen Strom? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Die Hochspannungsnetze habe ich schon angesprochen, die haben ihre Nachteile. Wir arbeiten jetzt auch in der Forschung daran, das wirtschaftlich zu machen, dass wir Wind- oder Solarstrom in Wasserstoff umwandeln, weil Wasserstoff kann man eben speichern. Das ist dann der sogenannte grüne Wasserstoff. Den muss man dann auch wieder transportieren, idealerweise durch die Gaspipelines, die sowieso schon gibt. Die muss man dann ein bisschen umrüsten, weil nicht alle funktionieren mit Wasserstoff oder auch in Schiffen. Grüner Wasserstoff sehen wir eh als wichtige Perspektive, wenn man das Ganze auch ein bisschen geopolitisch anspricht. Ich hatte schon die saudi-arabischen Öltürme erwähnt. Wenn wir die ganze Welt klimafreundlich umbauen wollen, gibt es ja Widerstände nicht nur in europäischen Staaten, da gibt es ja Gott sei Dank wenig. Es gibt aber andere Staaten, die praktisch davon leben, dass sie Hydrocarbons verkaufen, also Saudis zum Beispiel, die Öl und Gas verkaufen. Die haben jetzt nicht so großes Interesse, dass wir kein Öl mehr verbrennen, also müssen wir schauen, wie können wir die denn auch an Bord holen. Und eine Möglichkeit ist, denen zu sagen, na schau, ihr habt zwar Öl, aber ihr habt auch viel Sonne, dann macht ihr halt Solarenergie und speichert die in grünem Wasserstoff und dann kommt auch in euren Öltanker hoffentlich in 20 Jahren kein Öl mehr, sondern Wasserstoff. Das kaufen wir euch auch gerne ab. Dann könnt ihr weiter unsere BMWs kaufen. Und darum geht es ja auch. Hoffentlich dann mit Wasserstoff betriebene. Oder vielleicht gar keine BMWs mehr. Wäre das ein Wunsch, den du hast, Helena? Also ich glaube, ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, wir brauchen gar keine Autos mehr. Weil das ist auch total realitätsfern. Wir haben vorhin über die Mobilität auf dem Land gesprochen. Und da ist es einfach so, dass wir da noch auf den Individualverkehr setzen müssen. Aber ich glaube, es geht darum, weniger BMWs in Zukunft zu haben. Dass wir eben es nicht nur reichen, eine Antriebswende zu machen und sagen, wir machen halt jetzt in alle Autos anstatt Sprit irgendwie Wasserstoff. Sondern wir brauchen auch, um die Emissionsziele zu treffen, eine allgemeine Mobilitätswende. Und da geht es darum, umzudenken, wie funktioniert Mobilität, wie kommen wir vor allem mit Hinblick auf unsere Städte, aber vielleicht auch noch ein bisschen außerhalb, wie können wir da eine bessere Anbindung, die Emissionen spart, schaffen. So eine E-Bahn-Card für Europa zum Beispiel, so eine Bahncard 100, dass dann alle europaweit Züge nutzen können. Wäre das vielleicht was? Da will ich gleich Appetit machen. Wir wollen noch in diesem Jahr da eine EU-Strategie vorlegen über eine Smart and Sustainable Mobility. Smart kann man gar nicht übersetzen, nachhaltig halt, klug und nachhaltige Mobilität. Ich weiß jetzt nicht, ob da so eine Bahncard drin ist, aber auf jeden Fall sollen da Ideen drin sein, wie wir tatsächlich das auch ein bisschen grundsätzlicher ändern können und angehen können. Ich weiß noch nicht, was drinsteht, ich bin da kein Experte, aber da würde ich schon mal so einen kleinen Teaser hier machen, dass da kommen ein paar interessante Ideen. Sehr gut. Wir streiken, bis ihr handelt, lese ich auf eurer Website und überall immer wieder. Lena, siehst du dich in 2 Jahren immer noch streiken? Ich glaube, dass Fridays for Future und dass junge Menschen so lange für ihre Zukunft streiten werden, bis sie sie gesichert sehen. Und das ist bis jetzt nicht so. Und deswegen stehen wir immer noch auf der Straße. Ob das wirklich der Schulstreik sein wird, der sich so weit bewährt, ist natürlich eine andere Frage, weil das ist eine Frage davon, wie kann Protest innovativ sein und wie kann Protest so funktionieren, dass er immer noch Aufmerksamkeit generiert, weil es ist einfach so, dass wenn wir jetzt auch mit hunderten Menschen vor irgendeinem Rathaus stehen,
dass das irgendwie niemand mehr zu interessieren scheint, dass das junge Menschen sind, die gerade nicht in der Schule sind, sondern auf der Straße. Und das ist natürlich eher eine bewegungsstrategische Frage. Vielleicht ist das kein Schulstreik mehr, sondern wie sieht unser Protest? Mussten wir zum Beispiel auch während Corona einfach umdenken? Wie können wir so demonstrieren, dass wir Abstände einhalten und Hygieneregeln einhalten? Und das ist natürlich einfach, die Zeit vergeht und wir als Bewegung verändern uns auch. Also ich weiß nicht, ob es der Schulstreik sein wird, der in 2 Jahren noch ist. Ich gehe auch gar nicht mehr zur Schule, deswegen trifft das auch gar nicht mehr auf mich zu. Aber dass es eine starke Klimabewegung geben wird, ich glaube, das steht außer Frage. Ja, und es gibt ja auch Students for Future. Wahrscheinlich, wenn du jetzt anfängst zu studieren, dann wird es da sicherlich auch Gelegenheit geben. Ich habe schon mitbekommen, gerade jetzt auch durch Corona, es war ja am Anfang ganz interessant zu sehen, als ihr so angefangen habt im Dezember 2018, im Zeitraum, da wurde gesagt, ach ja, das ist ein kurzes Phänomen bis zur Sommerpause, dann ist vorbei. Dann haben wir gesehen, okay, es gibt euch immer noch, ihr habt nicht losgelassen, wir sind Streikwoche 107. Und jetzt in knapp 3 Wochen geht ihr erneut global wieder auf die Straße. Willst du da nochmal einen kleinen Appell an alle richten? Warum sollten wir eigentlich alle am 25. September mit dir und den anderen jungen Aktivisten, hoffentlich nicht nur jung, sondern gesamtgesellschaftlich auf die Straße gehen? Also ich denke, wir haben auch ganz oft die Frage bekommen in den letzten Wochen, warum jetzt genau dieses Datum? Und da gibt es natürlich irgendwie strategische Aspekte und das könnte ich auch erklären. Aber der Punkt ist ja eigentlich, weil es eben noch nicht die entsprechenden Maßnahmen gibt. Also warum nicht dieses Datum? Weil es eben wieder 107 Wochen waren, in denen wir eben immer noch nicht das 1,5 Grad Ziel eingehalten haben. Und wir hören immer wieder ja auch von hier drüben, wie essentiell dieser Protest auf der Straße ist. Und eben bis diese entsprechenden Maßnahmen irgendwie beschlossen werden, müssen wir eben wieder da stehen, weil wir keine andere Wahl haben. Und ich freue mich auch total, wieder auf die Straße zu gehen. Also am 25. September überall in jeder Stadt, in manchen europäischen Staaten eher digital, weil das eben die Situation gerade nur so zulässt. In Deutschland wird es wahrscheinlich auch digitale Aktionen geben, aber wir werden mit Abstand, mit Masken, mit Einhalten der Hygienemaßnahmen auf den Straßen stehen und laut sein und klar machen, dass wir eigentlich gar nichts mehr zu verlieren haben, außer unsere Zukunft und da irgendwie doch ganz schön viel. Bist du auch dabei, Jörg? Nein. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Mal schauen. Wir haben jetzt ja auch gerade noch die deutsche Ratspräsidentschaft. Das habt ihr ja auch schon, glaube ich, hier und da aufgegriffen. Die geht bis Ende diesen Jahres. Da hat Deutschland natürlich nochmal Gelegenheit, auch die Impulse zu setzen und zu sagen, hier, sag ich mal, die Weichenstellung zu geben. Wenn du jetzt Angela Merkel, die jetzt ja, sag ich mal, stellvertretend, aber auch die komplette Bundesregierung, dir anschaust, was würdest du denn sagen, ist deine eine 1a-Maximalforderung, die du hast, wo du sagst, wenn ihr das auf europäischer Ebene schaffen würdet, auch die anderen 27 davon zu überzeugen, was wäre das? Also wir sehen einfach, wie Deutschland beim Klimaschutz auf europäischer Ebene immer wieder bremst. Das haben wir letztes Jahr bei den Entscheidungen um Divestment bei der Europäischen Investitionsbank gesehen. Da ging es um Entscheidungen darüber, ob die Europäische Investitionsbank in Zukunft quasi auch Geld in fossile Projekte stecken darf. Und da hätten wir nicht protestiert, Herr Scholz dagegen gestimmt. Und das sehen wir auch jetzt bei der Ratspräsidentschaft, dass es gerade eher schlecht aussieht, was die Verschärfung des EU-Klimaziels angeht, weil Deutschland die eigenen Ambitionen entsprechend nicht verschärfen möchte. Und ich denke, das ist eine essentielle Sache, die jetzt in der Zeit der Ratspräsidentschaft von Deutschland passieren wird, dass eben es darum geht, wie diese europäischen Klimaziele angepasst werden müssen. Und da appelliere ich an Frau Merkel und eben die deutsche Regierung, da vorzulegen und zu sagen, wir verschärfen unser Ziel, wir verschärfen unser Ziel in Einklang mit 1,5 Grad, damit dann auch das europäische Ziel angepasst werden kann. Jörg, nimmst du das auch so wahr, dass Deutschland schon eher in der Blockiererrolle drin steckt? Deutschland steht, ohne jetzt hier Bad Shaming machen nein, zu wollen. Nein, Deutschland ist wichtig. Deutschland ist in einer wichtigen Rolle. Alle schauen auf Deutschland, weil Deutschland viele Sachen verbindet. Deutschland hat die Technologie, Deutschland hat die Industrie, die einerseits sich sorgt, aber andererseits auch die Industrie, die eigentlich davon profitieren könnte, wenn sie die Gelegenheiten ergreifen würde. Und deswegen sind besonders in diesem Semester wegen der Präsidentschaft alle Augen auf Deutschland gerichtet. Und ja, wir können nur hoffen, dass hier genug Ehrgeiz herrscht und wenn der Ehrgeiz ein bisschen befördert wird, kann das sicher nicht schaden.
Okay, wir kommen zum Ende. Ich habe noch eine letzte Frage reingereicht bekommen über Slido. Da wird an euch beide nochmal die Frage gerichtet, was ihr denn von Gemeinwohlökonomie als alternativen Wirtschaftsmodell haltet. Ist das, wo wir langfristig hin sollten? Gibt es da schon Bestrebungen seitens der EU? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Konzept nicht genug auseinandergesetzt habe, um dazu jetzt irgendwie eine fundierte Aussage zu treffen. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, dass auch unser ökonomisches System sich eben anpassen muss. Wir müssen darüber sprechen, ist unendliches Wachstum möglich in einem System mit endlichen Ressourcen und endlichen Möglichkeiten? Und ich glaube aber an allererster Stelle geht es darum, eben die Klimakrise aufzuhalten. Und wenn eben die entsprechenden Maßnahmen bedeuten, dass wir unser ökonomisches System ändern müssen, was ich auch glaube, dann ist das eben das, was wir treffen müssen. Aber ja, ich glaube, zur Gemeinwohlökonomie kann ich mich jetzt nicht konkret äußern, weil ich, ja. Ist Gemeinwohlökonomie auf der Tagesordnung der Kommission? Ich habe mich damit nicht befasst. Ich glaube nur daran und ich denke, das funktioniert ganz gut, wenn wir beim Setzen von den wirtschaftlichen Rahmen, politischen Rahmen das Gemeinwohl immer im Blick haben. Und Gemeinwohl heißt heute mehr denn je das ökologische Gemeinwohl. Und Gemeinwohl heißt ganz, ganz allgemein den langfristigen Blick. Und ich sehe eigentlich in Wirklichkeit das wahre Problem doch darin, dass Wirtschaft an sich dazu neigt, etwas kurzfristiger zu planen und zu kalkulieren und zu agieren. Und Politik im Gegenteil dafür sorgen muss, dass es langfristig angelegt ist. Und dafür brauchen wir dann eben einerseits mal ein bisschen Förderung, also Geld, auf der anderen Seite aber auch Regulierung, Verbote, um es ganz hart zu sagen. Um dieses, ja, ist zwar nicht vielleicht im technischen Sinne Gemeinwohlökonomie, aber um das Wohl aller zu fördern. Das hat in der Geschichte des, und ich denke, Gemeinwohlökonomie ist ein Gegenbegriff zu Kapitalismus, befürchte ich, immer dann funktioniert, wenn es getan wurde, und es hat nicht funktioniert, wenn man alles so hat laufen lassen. Eine letzte Frage an euch beide, bevor wir jetzt mit diesem ersten Auftakt dann zum Ende kommen. Hättet ihr jetzt einen Wunsch frei, als Kommission oder auch als allgemein Europäer, was würdet ihr euch jetzt wünschen, gerade auch mit Hinblick auf die Rede der Kommissionspräsidentin, was wäre so der eine Wunsch, wo ihr sagt, okay, wenn das umgesetzt würde, wäre ich auch vielleicht persönlich sehr, 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 sehr dankbar. Okay, ich glaube, wir können anfangen mit dem Ende aller klimaschädlichen Subventionen. Ich glaube, wir müssen, das ist wieder so eine Sache, das spüre ich wahrscheinlich als Normalverbraucher nicht. Es geht aber darum, wo stecken wir unser Geld hin? Und natürlich ist es klar, dass wenn wir zum Beispiel auf Deutschland blicken, wo 57 Milliarden Euro im Jahr in fossile, aber auch in andere umweltschädliche Emissionen gesteckt wird, dass da einfach finanziell noch eine Priorität gesetzt wird, die eigentlich nicht mit meiner Zukunft vereinbar ist. Und ich glaube, es geht einfach ganz viel darum, dass wenn wir überhaupt wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann muss sich eben alles ändern, weil die Klimakrise entwickelt sich so oder so und irgendwie unser Arbeitsmarkt wird sich so oder so verändern im Hinblick auf die Klimakrise. Und es geht darum, sind wir bereit, bauen wir resiliente Gesellschaft, die bereit ist, auf solche Krisen zu regieren, und bauen wir eine Gesellschaft, die bereit ist, solidarisch auf solche Krisen zu reagieren. Oder machen wir nichts, bleiben steif und müssen am Ende mit den harten Auswirkungen unvorbereiteter Veränderungen umgehen. Danke. Ein Wunsch. Was wäre dein Wunsch? Muss auch gar nicht zur Klima unbedingt sein. Das kann ich gar nicht besser sagen, eigentlich als Helena. Ja. Nein, darum geht es ja, dass wir, um nicht das böse Erwachen in 20 Jahren zu erleben, und das Schlimme ist, wir wissen, dass es kommen wird, müssen wir jetzt was tun, und dazu gehört auch das, was du vorschlägst. Da sind ja auch ganz viele Einzelmaßnahmen heute genannt worden, die den Weg in die richtige Richtung, in die richtige Richtung weisen. Ich danke euch vielmals für eure Einblicke und Einschätzungen. Freue mich auch nochmal über die ganz lieben vielen Fragen, die uns gestellt wurden, über Slido, Facebook, Instagram und Co.
und bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für diese anregende Diskussion. Das war heute der Auftakt der Reihe Mein Europa, junge Menschen und ihre Vorstellungen für die Zukunft Europas. Es geht weiter in der zweiten Runde am 29. September mit Mario Schlageter vom Deutschen Bund Jugendring. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis ganz bald.